Vergebung. Ein Wort mit einer enormen Bedeutsamkeit, das zugleich aber auch von einem zweifelhaften Image begleitet wird. Denn oft wird Vergebung mit Schwäche und Unentschlossenheit verbunden. Damit gehört Vergebung zu den Themen, die sehr häufig falsch verstanden werden, zumindest wenn man sich nicht richtig oder intensiv genug mit diesem Thema auseinandersetzt. In Wahrheit ist Vergebung aber weder langweilig noch überflüssig. Entschließen wir uns dazu, aus tiefster Seele zu vergeben, können wir nicht nur eine ganz besondere Magie spüren, sondern wir erhalten auch ein wertvolles und mächtiges Instrument an die Hand, das uns letztlich den Weg zu unserer inneren Freiheit ebnet. Und das bringt mich gleich zu zwei wichtigen Fragen. Erstens, hast du in deinem Leben schon mal vergeben? Oder hast du dich bereits intensiv mit Vergebung auseinandergesetzt? Egal wie deine Antworten auf diese Fragen auch lauten mögen, diese Lesung soll dir als Inspiration dienen, das Thema Vergebung aus zwei Perspektiven zu betrachten. Zum einen aus der menschlichen Perspektive und zum anderen aus einer höheren Perspektive. Vielleicht gab es in deinem Leben bereits Situationen, in denen du dir oder einer anderen Person vergeben wolltest, es dir aber einfach nicht gelang. Gründe dafür können unter Umständen innere Blockaden sein oder falsche Glaubenssätze, die bisher verhindert haben, dass du vergibst oder dich näher mit diesem Thema auseinandersetzt. Denn im Gegensatz zu der Annahme, die einige Menschen mit sich herumtragen, ist Vergebung weder ein Nachgeben noch ein Bekenntnis von Schwäche. Das zu erkennen, ist ein sehr wichtiger Schritt. Das Leben eines jeden von uns ist gepflastert mit Hürden und Schicksalsschlägen. Kinder werden von ihren Eltern verletzt oder verlassen. Menschen betrügen, belügen oder misshandeln ihre Partner. Vermeintliche Freunde missbrauchen unser Vertrauen. Und es gibt immer wieder Menschen, die anderen Menschen bewusst Schaden hinzufügen. Auch in deiner Vergangenheit wird es solche oder ähnliche Ereignisse gegeben haben. Diese Erfahrungen sind meistens geprägt von Schmerz und belastenden Emotionen, wie Ärger, Trauer, Groll oder Wut. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass gerade diese belastenden Emotionen nicht nur für den Augenblick einen unbeschreiblichen Schmerz in unserem Inneren hinterlassen. Sie können vielmehr weitreichende Konsequenzen für unsere Zukunft haben. Und genau solch belastende Emotionen hindern uns daran, glücklich zu sein und einen inneren Frieden zu finden. Ich möchte dir heute das Thema Vergebung näher bringen und dir Möglichkeiten aufzeigen, wie du deine belastenden Emotionen hinter dir lassen kannst. Egal wie schwer oder schmerzhaft die Verletzungen in deinem Leben waren und wie tief die dadurch entstandene Wunde auch ist, es wohnt in uns allen der Wunsch, ein glückliches und friedliches Leben zu führen. Glück bedarf jedoch einer soliden Basis. Und meines Erachtens liegt diese Basis in der Vergebung. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, werden wir unseren emotionalen Ballast, unser gesamtes Leben, wie einen schweren Rucksack mit uns herumtragen. Wer einen schweren Rucksack mit sich herumträgt, kann keine Leichtigkeit im Leben finden. Denn wenn auf diesen Rucksack noch oben etwas draufkommt, zum Beispiel eine Herausforderung oder eine Veränderung im Leben, dann kann dich das ziemlich schnell aus der Bahn werfen. Insbesondere dann,
wenn die Veränderung unerwartet und plötzlich kommt. Vergebung geschieht jedoch nicht über Nacht. Sie ist vielmehr ein Prozess, den wir erlernen können. Martin Luther King sagte sogar im Übrigen mal, Vergebung ist keine einmalige Sache, es ist ein Lebensstil. Und ich finde, da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei all den positiven Auswirkungen, die Vergebung auf unser Leben haben kann, gibt es jedoch einen kleinen Haken. Vergebung kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Aber auch dieser Schmerz ist ein Teil des Prozesses, um schlussendlich inneren Frieden zu erlangen. Um es dir jedoch ein wenig erträglicher und leichter zu machen, möchte ich dir heute einige Vorschläge und Ideen mitgeben, die du direkt anwenden kannst. Wenn du beginnst, dich auf den Vergebungsprozess einzulassen, können die daraus resultierenden Auswirkungen einen positiven Einfluss auf dein Leben haben, sowohl körperlich als auch mental. Wer aus dem tiefsten Inneren vergibt, lebt also nicht nur glücklicher und zufriedener, sondern auch gesünder. Aber viel mehr noch. Vergebung kann zum Weltfrieden beitragen. Und als Coach für Vergebungsarbeit habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Vergebung salonfähig zu machen und in die Welt hinauszutragen, in die Herzen der Menschen. Ich finde, die Zeit ist mehr als reif dafür. Doch bevor wir uns um den Weltfrieden kümmern, sollten wir erst einmal bei uns selbst beginnen. Denn nur wenn wir den Frieden in uns finden, kann er auch nach außen gelangen. Mein Vergebungsweg begann im Jahr 2016. Ich hatte damals den dringenden Wunsch in meinem Leben, eine Veränderung herbeizuführen. Denn viele Bereiche in meinem Leben waren überhaupt nicht mehr stimmig für mich. Es ging mir gesundheitlich nicht wirklich gut und ich hatte eine negative Grundeinstellung zum Leben. Ich war also ein Pessimist. Irgendwann las ich verschiedene Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Ich besuchte Workshops und Seminare und habe auch einige Coaches aufgesucht. Aber eine wirkliche Veränderung hat es mir nicht gebracht. Und eines Tages lud mich eine Bekannte zu einer Vergebungszeremonie ein. Und ich dachte, Vergebung? Was habe ich denn mit Vergebung zu tun? Aber ich war am Anfang zwar skeptisch, ließ mich dann aber doch auf den Prozess des Vergebens ein. Denn mein Leidensdruck war so hoch, dass ich einfach bereit war, mich für die Vergebung zu öffnen. Und so lernte ich die wunderbare und transformative Arbeit der Vergebung kennen. Durch einfache Schritt-für-Schritt-Prozesse kam es dann sehr schnell zu positiven Veränderungen. So ging es mir nicht nur gesundheitlich sehr viel besser, ich fand auch meine Lebensfreude wieder und ich wurde ein Optimist. Ich bekam eine grundlegend neue positive Sichtweise auf das Leben. Durch die Vergebungsarbeit konnte ich nämlich alten Ärger, Groll und viele belastenden Emotionen hinter mir lassen. Es gibt ein Zitat von einem unbekannten Autor und dieses Zitat heißt: Nur wer die Vergangenheit loslässt, hat die Hände frei für die Geschenke der Gegenwart. In meiner Vergebungsarbeit nutze ich verschiedene Werkzeuge, um einen Vergebungsprozess zu durchlaufen. Am liebsten nutze ich einen 13-Schritte-Prozess.
weil er sehr leicht anzuwenden ist und ich ihn auch wunderbar in den Alltag integrieren kann. Und die Zahl 13 ist ja per se schon mal eine gute Zahl. Bei diesem 13-Schritte-Prozess durchlaufen wir mehrere Stadien. Zum einen geht es darum, dass du deine Geschichte erzählst, aus deiner Opferperspektive, ganz so, wie du sie erfahren und gefühlt hast. Und das ist auch gut so, denn dadurch werden sehr viele Emotionen und Gefühle hochgeholt, die du viel zu lange mit dir herumgetragen hast. Und diese können wir nun transformieren. Und es ist wichtig, dass du dir erlaubst, alle deine Gefühle voll und ganz zu fühlen und zu erfahren. Wenn wir unsere Gefühle durchgefühlt haben, dann nehmen wir die ganze Geschichte mal auseinander und wir schauen uns an, welche Glaubenssätze, Prägungen und Muster sich hinter dieser Geschichte verbergen. Denn diese Glaubenssätze, Muster und Prägungen entstehen meistens in unserer Kindheit und sind aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr dienlich für dich. Und eine Geschichte ist auch immer eine Mischung aus Interpretation und Fakten. Diesen Teil der Vergebungsarbeit finde ich im Übrigen am spannendsten, denn dadurch habe ich mich damals noch mal neu kennengelernt. Im Anschluss geht es darum, dass wir die Bereitschaft aufbringen, dass wir das, was geschehen ist, von einer höheren Perspektive aus betrachten. Und hier entsteht ein Wandel, also die Transformation. Und der ist sehr wichtig. Und zum Schluss integrieren wir diesen Wandel auf Zellebene. Das bedeutet, dass wir die Veränderungen in unserem feinstofflichen Körper übernehmen, also in unserem spirituellen Körper, im physischen Körper und auch im emotionalen Körper. Wenn wir vergeben, dann ist das Fühlen der Gefühle ein sehr wichtiges Schlüsselelement. Du kannst nichts heilen, wenn du nichts fühlst. In unserem Leben begegnen uns sowohl positive wie auch negative Emotionen und Gefühle. Und gerade aber die negativen oder unterdrückten Emotionen hindern uns daran, unseren inneren Frieden und unser Glück zu finden. Doch warum ist das so? Negative oder unterdrückte Emotionen haben die fatale Angewohnheit, uns regelrecht zu blockieren. Sie verhindern, dass wir klar denken und die richtigen Entscheidungen treffen können. Ärger, Neid, Groll, Trauer, Eifersucht, all diese Emotionen und Gefühle sorgen dafür, dass wir unsere Realität nur noch verzerrt wahrnehmen. Und je mehr diese Emotionen von uns Besitz ergreifen, desto schwerer fällt es uns, einen klaren Gedanken zu fassen. All diese unterdrückten Gefühle sorgen nämlich dafür, dass wir uns auf eine Art verhalten, die nicht sonderlich förderlich für uns sind, sowohl für uns selbst als auch für andere. Und so kann es eben auch immer wieder vorkommen, dass wir unter dem Einfluss dieser Emotionen und Gefühle Dinge sagen oder tun, die uns im Nachhinein leid tun. Dadurch gefährden wir auf Dauer nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unsere Gesundheit. Emotionen und Gefühle haben eine enorme Macht auf unser Leben und unseren Körper. Nicht umsonst gibt es Redensarten wie, mir läuft ein Schauer über den Rücken, wenn wir Angst haben. Oder mir kommt die Galle hoch,
wenn wir wütend sind. Oder auch, das geht mir an die Nieren, wenn uns etwas belastet. Negative Emotionen sind besonders quälend und unangenehm. Während uns diese immer wieder im Leben begegnen, sind es vor allem aber die verdrängten Gefühle, die uns schwer zu schaffen machen. Schon Sigmund Freud wusste zu seiner Zeit, dass verdrängte Gefühle krank machen können. Der Begründer der Psychoanalyse stellte nämlich die Behauptung auf, dass es der menschlichen Gesundheit schadet, wenn Gefühle auf Dauer verdrängt werden. Und während Freud seinerzeit mit seiner Annahme ziemlich alleine war, geht aber die heutige Alltagspsychologie davon aus, dass Gedanken und Gefühle eine elementare Rolle spielen bei der Entstehung von verschiedenen Erkrankungen und Beschwerden. In einer Studie wurde der Zusammenhang zwischen körperlichen Erkrankungen und emotionalen Verdrängungen untersucht. Im Fokus der Studie standen Krankheitsgeschichten wie Krebs, Diabetes, Asthma, Herzerkrankungen, die aufgrund von Verdrängungen auftraten. Und am Ende der Studie konnte tatsächlich herausgefunden werden, dass zwischen dem Verdrängen von Gefühlen und dem Entstehen von bestimmten Erkrankungen ein Zusammenhang besteht. Beim Verdrängen von Gefühlen handelt es sich also um einen natürlichen Abwehrmechanismus, von dem fast jeder Mensch Gebrauch macht. Allerdings auf unbewusste Weise. Anhand der Studie konnte zusätzlich herausgefunden werden, dass gerade Menschen mit einem verstärkten Abwehrmechanismus körperliche Angstreaktionen zeigten, wenn sie dann noch zusätzlich Stress ausgesetzt sind. Und genau das ist nicht gesund. Ich möchte dir das anhand eines Beispiels erklären. Stell dir bitte vor, du stehst im Swimmingpool. Und das Wasser, das steht dir jetzt nicht unbedingt bis zum Hals, aber immerhin bis zur Brust. Und ich werde dir Wasserbälle zuwerfen. Und jeder Wasserball steht als Synonym, als Metapher für eine Emotion oder ein Gefühl. Und wenn ich dir die Wasserbälle zuwerfe, dann ist es deine Aufgabe, alle Wasserbälle gleichzeitig unter Wasser zu drücken und dort zu halten. Und es wird dir auch eine ganze Zeit gelingen. Doch irgendwann werfe ich dir einen weiteren Wasserball hinzu. Und dieser Wasserball ist dann zu viel. Das heißt, du kannst es dann eben nicht mehr halten. Das ist dann dieses Fass, was zum Überlaufen bringt. Und deine Emotion könnte dir im wahrsten Sinn des Wortes um die Ohren hauen. Und das ist das, was dich letztlich aus der Bahn wirft. Bei mir war es damals die Wut, die ich nicht kontrollieren konnte. Die war regelrecht unkontrolliert. Und eine Wut ist ja immer eine Emotion. Und eine Emotion ist ein Gedanke, der mit einem Gefühl verbunden ist. Jedes Mal, wenn ich also in eine Situation gekommen bin, wo ich falsche Glaubenssätze und Prägungen durchgefühlt habe, kam es dann zu einem Wutausbruch bei mir. Und nachdem ich diese Emotion gefühlt habe und ausgelebt habe, habe ich mir danach das darunterliegende Gefühl angeschaut. Denn unter einer Wut liegt im Grunde genommen ein ganz tief sitzendes Gefühl, was angeschaut werden möchte. Heute bin ich nicht mehr ganz so oft wütend, beziehungsweise wenn ich schnell oben bin an der Decke,
dann bin ich auch relativ schnell wieder unten und bin sehr gelassen. Kommen wir aber auf die Vergebung zurück, um zu schauen, wie sie sich auf deine Gesundheit auswirken kann. Wenn du einen Vergebungsprozess durchführst, zum Beispiel diesen 13-Schritte-Prozess, den ich vorhin erklärt hatte, dann hast du die Möglichkeit, alle unterdrückten Gefühle zu transformieren, die durch eine bestimmte Situation hochkommen. Und dabei können Gefühle an die Oberfläche kommen, von denen du noch nicht einmal wusstest, dass du sie mit dir herumträgst. Gerade dieses Gewahrwerden der unterdrückten Gefühle kann im ersten Moment sehr schmerzhaft sein. Auf deinem Weg zur Vergebung kann es also sein, dass du zumindest ein Stück weit erneut eine emotionale Konfrontation durchläufst, um aber am Ende frei und glücklich zu sein. Außerdem wirst du feststellen, dass du viel mehr Energie hast. Denn die Energie, die du vorher dafür aufgebracht hast, um deine Gefühle und Emotionen zu unterdrücken, werden ja nun freigesetzt. Und diese neu gewonnene Energie kannst du nun verwenden, um dein volles Potenzial zu leben. Wenn du jedoch deine unterdrückten Gefühle nicht transformierst, dann bleibst du in einer Opferhaltung stecken. Und diese Opferhaltung ist immer niedrig schwingend und wirkt sich daher auch negativ auf deinen Körper auf. Vergebung kann unsere Schwingung jedoch erhöhen. Eine hohe Schwingung hat immer einen positiven Einfluss auf deine Resonanz. All das, was wir ausstrahlen, ziehen wir in unser Leben. Das ist das Gesetz der Resonanz. Und das Gesetz der Resonanz ist ein physikalisches Gesetz. Das heißt, man kann es nicht verändern. Auf jede Ursache muss also auch eine Wirkung folgen. Dieser kausale Zusammenhang verbirgt sich auch hinter der Vergebungsarbeit. Wenn du dir also bewusst bist, dass du das Prinzip von Ursache und Wirkung anwenden kannst, dann beherrschst du die Kunst, dein Leben in eine Richtung zu lenken, die du dir aus tiefstem Herzen wünschst. Wenn du also wissen möchtest, wie es in dir aussieht und welche Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein am Werk sind, dann schau dir einfach dein Leben an. Denn falls du beispielsweise immer wieder betrogen wirst, entweder innerhalb einer Beziehung oder vielleicht beim Thema Geld, dann könnte es sein, dass du einen Glaubenssatz in dir trägst, der da heißt, man kann niemandem trauen. Oder Ehrlichkeit zahlt sich nicht aus. Bei mir war es damals so, dass ich immer wieder Menschen in mein Leben gezogen habe, die es nicht wirklich gut mit mir meinten. Ich wurde sehr oft ausgenutzt und auch Mobbing war ein Thema bei mir. Erst durch die Vergebungsarbeit konnte ich dies auflösen. Ich habe nämlich dieses Muster überhaupt erst erkannt und konnte es dann transformieren. Und heutzutage habe ich natürlich nur noch tolle Menschen um mich herum. Um unseren Glaubenssätzen auf die Spur zu kommen, können wir uns eines ganz einfachen Schemas bedienen, und zwar der Projektion. Unter einer Projektion versteht man einen Abwehrmechanismus, bei dem eigene unerwünschte Eigenschaften oder Gefühle einem anderen Menschen zugeschrieben werden. Eine Projektion hat also immer etwas mit dir zu tun. Andere Menschen oder Situationen spiegeln dir dein Inneres wider. Ich möchte dir das anhand eines Beispiels verdeutlichen. Stell dir vor, du fährst mit dem Auto auf der Autobahn. Ganz gemütlich
Und auf einmal kommt ein anderes Auto und schneidet dich. Wie ist deine Reaktion darauf? Vermutlich regst du dich auf. Du schimpfst und benutzt Worte, die ich jetzt hier lieber nicht nennen möchte. Und vielleicht beißt du vor lauter Wut sogar ins Lenkrad. In dem Moment projizierst du. Denn deine Reaktion auf den Autofahrer entsteht nur, weil du auf unbewusste Weise an ein altes, tief sitzendes Gefühl erinnert wirst. Denn vielleicht hast du dich selbst irgendwann einmal nicht regelkonform verhalten. Und für dieses Verhalten hast du dich damals geschämt. Die Situation mit dem Autofahrer, der dich geschnitten hat, erinnert dich nun gezwungenermaßen wieder an dein eigenes Fehlverhalten. Und es erinnert dich an dieses tief sitzende Schamgefühl, was du ja gar nicht fühlen möchtest. Scham ist ein Gefühl, das wollen wir nicht fühlen. Und daher tun wir sehr viel auf unbewusste Weise, um diese Gefühle zu unterdrücken. Carl Gustav Jung nannte dies auch Schattenaspekte. Denn das, was wir an anderen Menschen ablehnen, ist in Wahrheit aber unser eigenes. Das Verhalten, das dich bei anderen Menschen stört oder das du verurteilst, ist in Wahrheit dein eigenes unterdrücktes Gefühl. Dies zu erkennen und anzunehmen, bedarf sehr viel Selbstreflexion und Eigenverantwortung. Bis vor einigen Jahren hatte ich aus den verschiedensten Gründen über einen Zeitraum von circa 15 Jahren keinen Kontakt zu meiner Mutter. Es gab sogar einen Zeitpunkt, an dem ich sie regelrecht hasste. In Wahrheit war es aber so, dass ich meinen Selbsthass auf meine Mutter projiziert hatte. Das heißt, ich habe nicht meine Mutter gehasst, sondern ich habe damals mich selbst gehasst. Das für mich anzunehmen, war damals eine sehr große Herausforderung für mich. Doch durch die Vergebungsarbeit habe ich es natürlich auch gelöst. Wenn du bereit bist, in die Eigenverantwortung zu gehen, dann kann eine Projektion dein bester Freund werden. Denn sie zeigt dir, wer du wirklich bist. Sie zeigt dir all deine guten und all deine schlechten Eigenschaften auf. Und wenn du bereit bist, das voll und ganz anzunehmen, dann hast du dich aus der Opferrolle gelöst. Wenn sich in deinem Leben ein Ereignis zeigt, über das du dich ärgerst, zum Beispiel ein Autofahrer, der dich auf der Autobahn schneidet, dann kannst du nun überprüfen, ob du diesen Schattenaspekt geheilt hast. Und zwar diesen Schattenaspekt, von dem ich vorhin sprach, diese Scham, weil man sich nicht regelkonform verhält. Denn falls du dich erneut wieder darüber ärgerst, auch wenn es nur ein ganz klein bisschen ist, bekommst du nun die Möglichkeit, dich noch einmal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar so lange, bis du wirklich jedes Zipfelchen an Ärger aufgelöst hast. Und hier ist es ganz wichtig, dass du absolut ehrlich mit dir bist. Denn wir neigen oft zum Selbstbeschiss, weil wir uns auf unbewusste Weise diesen Schattenaspekt nicht stellen wollen. Doch Selbstbeschiss ist die größte Lüge an dich selbst. Während meiner Ausbildung zum Vergebungscoach musste ich mich beispielsweise mit meinem Mutterthema nochmal befassen. Und das fand ich erst gar nicht so witzig, denn ich dachte ja, dass mir dieser Kontaktabbruch überhaupt keine Schmerzen mehr bereiten würde. Und ja, dass das für mich einfach erledigt war.
Doch immer, wenn es um ein Mutter-Tochter-Thema gegangen ist in meinem Leben, sei es im Film oder innerhalb eines Freundes- oder im Bekanntenkreis, dann musste ich weinen. Ganz einfach, weil ich mit diesem Thema in Resonanz gegangen bin. Es war einfach noch nicht geheilt. Immer wenn ich also zu jemandem sagte, dass mich der Kontaktabbruch zu meiner Mutter nicht störte, dann hatte ich mich damals selbst belogen. Und das war mir nicht bewusst. Dazu gibt es ein passendes Zitat von Jack Kornfield. In gewisser Weise bedeutet Vergebung bisweilen einfach, dass wir beschließen, den Hass in unserem Inneren nicht länger mitzuschleppen, weil wir begriffen haben, dass er uns selbst vergiftet. Alles, was wir energetisch nicht auflösen, begegnet uns unter Umständen irgendwann in unserem Leben wieder. Dann haben wir es vermutlich mit einer Lernaufgabe zu tun, die wir in dieser Inkarnation lösen sollen. Wenn du beispielsweise immer wieder verlassen wirst, dann lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, um das Ursprungsthema zu finden und energetisch aufzulösen. Tun wir dies nicht, könnte es irgendwann einmal zu einem Ereignis kommen, das dich so sehr schmerzt und dich aus der Bahn wirft. Eines meiner Ursprungsthemen war mein Selbsthass, den mir meine Mutter damals dankenswerterweise gespiegelt hat. Als ich damals das Thema energetisch aufgelöst hatte, ist etwas sehr Interessantes passiert. Aufgrund einer schicksalshaften Fügung sind meine Mutter und ich uns wieder begegnet. Und bei diesem Treffen hatte ich dann festgestellt, dass ich nun keinen Groll, keine Wut und sonst irgendein negatives Ereignis bzw. irgendein negatives Gefühl mehr in mir trug. Zumindest in Bezug auf meine Mutter. Und das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir ist heute sehr respektvoll. Und wir haben sogar beide festgestellt, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als wir dachten. Je häufiger wir also die Möglichkeit haben, mit unseren Gefühlen in Kontakt zu kommen, desto besser. Dadurch können wir Prägungen, Glaubenssätze und alte Muster erkennen und aktuelle Ereignisse dafür nutzen, um sie aufzulösen. Im Hinblick auf den inneren Frieden und das Glück, nach dem wir ja alle streben, ist es unerlässlich, deine Gefühle durchzufühlen. Und ich kann es immer nur wiederholen. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass ausnahmslos auch alle Gefühle zu dir gehören. Dieses Wechselbad der Gefühle und Emotionen, das nennt man Leben. Unsere persönliche Entwicklung ist in unserer Natur angelegt. Alles, was in unserem Leben geschieht, dient daher immer deinem spirituellen Wachstum. Wenn du vergeben möchtest, dann ist es unverzichtbar, dass du dich deiner spirituellen Intelligenz anvertraust. Das bedeutet, dass du dich wieder dieser natürlichen Fähigkeit hingibst, um innere Stabilität und Ruhe zu finden und diese auch zu bewahren, gerade in dieser immer komplexer werdenden Welt. Dies gibt dir auch die notwendige innere Flexibilität, um mit anspruchsvollen Lebensbedingungen umgehen zu können. Zeitgleich bleibst du in deiner schöpferischen Kraft, um zu agieren und zu gestalten und nicht mehr nur um zu reagieren. Abschließend möchte ich dir noch ein eigenes Zitat mitgeben. Radikale Vergebung ist nicht nur die Sichtweise einer höheren Perspektive.
Radikale Vergebung ist bedingungslose Liebe in Aktion. Falls du dich jetzt fragst, in welchen Lebensbereichen du vergeben kannst, dann kann ich dir sagen, dass ausnahmslos alle Lebensbereiche geeignet sind, um zu vergeben. Und wenn du nun mit Vergebung beginnen möchtest, dann empfehle ich dir aber, dir zunächst Themen zu suchen, die dich nicht ganz so stark emotional belasten. Ein Beispiel könnte sein, dass du dich darüber ärgerst, wenn jemand unzuverlässig ist. Oder es gibt eine Streiterei im Bekanntenkreis, im Familienkreis oder vielleicht bei der Arbeit. Vielleicht drängelt sich auch einfach nur jemand vor im Supermarkt, wenn du an der Kasse stehst. All das sind Möglichkeiten, um Vergebung zu üben. Dadurch entwickelst du nach und nach einen Lebensstil, der dir dabei hilft, stark belastende Lebenssituationen besser zu meistern. Wenn es aber Bereiche in deinem Leben gibt, die dich jetzt schon sehr stark emotional belasten, dann macht es Sinn, dich von einem Coach begleiten zu lassen. Jemandem, der sich mit Vergebung auskennt und der einen neutralen Blick auf deine Geschichte hat. Zu vergeben heißt, einen Gefangenen freizulassen und zu entdecken, dass der Gefangene die ganze Zeit du selbst warst. Und deshalb ist Vergebung das größte Geschenk an dich selbst.